Ja, denn jetzt haben ja ZSC Lions die Chance, mit einem Sieg in Davos über den Strich zu kommen und doch noch in den Playoffs mit dabei zu sein. HC Davos, ZSC Lions, die Finalpaarung aus der letzten Saison. Aber bei der ZSC Lions erinnert in dieser Saison wirklich gar nichts mehr an die erfolgreichen vergangenen Jahre. Die Leistungsträger, die haben viel zu wenig gezeigt. Sinnbild dafür ist der Ari Sulander. Und der Top-Goalie aus den vergangenen Jahren ist für den kapitalen Match von heute vom Juhani Tamminen gar nicht aufgestellt worden. Ari Sulander nur Ersatz, das hatte mehrere Gründe. Erstens hatte der Finne zuletzt nicht mehr top gespielt. Zweitens konnte Coach Tamminen so 5 ausländische Feldspieler aufstellen. Und drittens ist Sulanders Ersatz Reto Bera der Junioren-Nationalgoalie und gilt als Riesentalent. Das Spiel begann mit einem Zürcher Powerplay. Karlberg konnte die Scheibe nicht kontrollieren und Riku Hall mit der Breakchance. Scheiterte aber an Reto Bera. Der 19-Jährige stand sicher wie ein Routinier. Dabei spielte Reto Bera heute zum ersten Mal von Beginn weg in der Nationalliga A. 2 Minuten später. Der öffnende Pass von Elston für McTavish. Dale McTavish vergab gegen Hiller. Die Chancenauswertung ist derzeit das Problem. Dann ein unglücklicher Wechsel bei den ZSC Lions. Davos mit Wilson, Hauer und Josef Marha, 1:0 HCD nach 13 Minuten. Keine Chance für Verteidiger Stoffel und Goalie Bera. Leiden Pech und Pannen also auch heute bei Tamminens Löwen. Aber auch die Davoser leisteten sich Blackouts. Lukas Grauwieler alleine und vergessen, kam aber ebenfalls nicht an Hiller vorbei. 1:0 HCD nach dem ersten Drittel. Die Zürcher wussten um den Spielstand in Freiburg und gaben Gas. Bergeron, Apraller und dann die Scheibe drin. 1:1, 44 Sekunden nach Wiederbeginn. Die Davoser, Cianola und Hiller lenkten die Scheibe ab. Topscorer Elston jubelte schon mal und als dann der Pöck wieder auftauchte, reagierte er am schnellsten. Jan Elston also der Torschütze des Ausgleichs. Nun sah alles wieder viel besser aus. In der 28. Minute kamen die Zürcher zu einem Powerplay. Blindenbacher, Roach und schließlich erneut Jonas Hiller. Arno Del Curtos HCD wirkte ziemlich locker. Im Unterbewusstsein dachte wohl der eine oder andere schon an den Playoff-Start. Locker spielen heißt aber nicht erfolglos spielen. Josef Marha verwertete ein Zuspiel von Brett Howell. Die Spielhälfte lag Davos wieder mit 2:1 in Führung. Aber wie gesagt, die Bündner machten es den Zürchern nicht außerordentlich schwer. Elston mit viel Platz, Pfosten und dann hatte Jonas Hiller Glück, dass er die Scheibe nicht ins Tor ablenkte. Noch eine Minute im zweiten Drittel blieb zu spielen, als ZSC-Captain Matthias Seger auf die Strafbank musste. Powerplay Davos mit Von Arx. Riku Hall drin! 3:1 für Davos. Doppelt ärgerlich aus Zürcher Sicht. Reto Bera hätte den Schuss halten können und das Ganze geschah nur 5 Sekunden vor der Pause. 2 Tore Rückstand, die Zürcher warfen im dritten Drittel alles nach vorne. Roach, Apraller, Hiller, Sieger für McTavish, 2:3 nur noch aus Sicht der Zürcher. Dale McTavish brachte die Hoffnung zurück und 17 Minuten blieben noch, um mindestens die Verlängerung zu erzwingen. Und tatsächlich, die Zürcher kamen zu Möglichkeiten, wie hier im Powerplay. Karlberg, Severin Blindenbacher, ja das hätte der Ausgleich sein müssen. Und weiter ging's. Michel Zeiter. Fehlpass auf Suter. Fabian Suter traf zum 4:2 für Davos. 9 Minuten vor der Sirene. Der Schuss ging in die nahe Ecke, war aber äußerst präzis. Riesenfrust beim ZSC. Captain Seger entlud diesen gegenüber Schiedsrichter Kurmann und konnte mit einer 10 Minuten Disziplinarstrafe vorzeitig unter die Dusche.
Die Zürcher nahmen früh den Goalie raus und wie fast immer in solchen Situationen zahlte sich das nicht aus. Landon Wilson machte mit dem 5:2 alles klar. Die ZSC Lions sind definitiv nicht im Playoff und sie wurden von den Davoser Fans verabschiedet. Ja, die Löwen hätten es heute selbst in der Hand gehabt und sie sind an sich selbst gescheitert. Der Claude Jacqui hat berichtet, damit sind alle 44 Qualifikationsrunden gespielt und wir schauen uns das Resultat von dieser letzten neuen Übersicht an. Basel, Bern 4:0, Davos ZSC Lions 5:2, Fribourg-Gottéron gewinnt gegen Kloten Flyers 4:3, Lugano SCL Tigers 2:2, Zug Rapperswil-Jona Lakers 5:0 und Genf Servette gewinnt 2:1 gegen Ambri Piotta. Und das Resultat, das hat natürlich auch noch Auswirkungen auf die Tabelle. Da schauen wir sie uns an, Bern Qualifikationssieger, okay, Kloten hat es geschafft, ist noch reingeschlüpft als 8. Und dann 9. Fribourg-Gottéron hat also ZSC Lions noch überholt. Die Lions jetzt 10. Genf Servette und die SCL Tigers. Das sind also die vier Mannschaften, die in Playouts müssen. Die sind dort, wo niemand gerne hin möchte. Und wir wollen hören, was die Beteiligten von diesen Clubs, die heute im Einsatz sind, im Strichkampf zu den Leistungen zu sagen haben. Ja, es ist sicherlich eine riesige Lehre. Die Enttäuschung ist sehr gross. Nachdem Fribourg Kloten geschlagen hat und wir heute mit einem Sieg doch nicht können nie gehen, ist die Enttäuschung umso grösser. Ich habe viel Freude. Wir haben eine junge Mannschaft. Viele Druck. Ein Torhüter ist 21 Jahre, machen sehr gute Arbeit. In Ambri letztes Spiel gewonnen, 4:0. Und das war das entscheidende Spiel für uns in Ambri. Das war so gut gespielt. So, die Spieler, wir haben 2 Jahre Miss, so das war so gut für Kloten. Ja, natürlich für die Spieler ist die Enttäuschung sehr groß. Mein Plan war einen ABC und A haben wir gemacht, B auch. C, das Ziel war 4 Punkte aus den letzten 6 und wir könnten nur einholen. Und mit diesen 2-3 Punkten haben wir diese erste Ziele verpasst. Ja, es ist wunderschön, nach den letzten 2 Saisons endlich wieder in die Playoffs zu kommen. Es war wieder ein Kampf bis auf den letzten Tag. Und dass man